So, hey Leute und willkommen zum neuen Video. Mein Name ist MashedAid und ihr habt gerade den neuen Teaser zum kommenden Battlefield gesehen. In diesem Teaser sehen wir zwar nicht viel, aber es sieht auf jeden Fall schick aus und wer genauer hinschaut, hat wohl schon einige Details gesehen. Diese Details sind zum einen oben, ganz oben zu sehen im Score, dass wir zwei Flaggen-Icons sehen. Die Icons passen gut zu den Briten bzw. den Deutschen. Das andere Detail, das man auf jeden Fall schon gesehen hat, ist die Fliegerbrille. Und wenn man all das kombiniert, kann man schon schnell darauf schließen, dass wir ein neues Battlefield im Zweiten Weltkriegssetting sehen werden. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie diesen Teaser aus einem Stückchen Gameplay hochgeladen haben. Zumindest sieht das Ganze so aus, denn wie oben angesprochen haben wir die Icons und auch die Tickets, die wir sehen. Wir sehen die verbleibende bzw. die bereits abgelaufene Zeit, wahrscheinlich eher die bereits abgelaufene. Und zusätzlich sehen wir auch die Flaggen, das heißt dieses Gameplay oder dieser Teaser stammt wahrscheinlich aus dem Eroberungsmodus. In diesem Beispiel haben wir die A, B, C, D, E und F Flagge. Unten links sehen wir dann auch noch die Minimap oder sowas in der Art, auf der man jetzt nicht so richtig viel erkennt. Außerdem direkt daneben sind dann die Icons des Squads mit sehr interessanten Icons, wenn man genauer hinschaut. Aber das kann man leider nicht so richtig erkennen, weil die Auflösung sehr gering ist. Sehr interessant ist auch noch, dass direkt über den Squad-Mitgliedern eine Anzeige zur aktuellen Aufgabe ist. Das heißt, der Squad-Leader hat einen Squad-Befehl auf Echo gegeben. Etwas weiter zur Mitte hin sehen wir ein weiteres Stückchen des User-Interface und zwar den Text Squad Spawn on You. Unten in der Mitte sehen wir jetzt auch noch die Lebensanzeige. Zu guter Letzt gehen wir ganz nach rechts unten und dort sehen wir, dass der Spieler scheinbar noch 19 Schuss übrig hatte, keine Reservemunition und wie es aussieht auch keine Granaten. Also Leute, das war's. Was sagt ihr denn zu diesem Teaser? Freut ihr euch schon aufs neue Battlefield, beziehungsweise was denkt ihr, was wird es denn jetzt? Also, ich denke mittlerweile sollte es ziemlich klar sein, dass wir mit dem Zweiten Weltkrieg zu rechnen haben. Aber na gut, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich fand den Teaser interessant. Man hat einige Details gesehen, zumindest auch zum User Interface und das, was ich bisher sehe, sieht auf jeden Fall schon ganz schick aus. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben auf das Video da. Und damit ihr keine weiteren Battlefield-News verpasst, lasst mir auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.